Merci. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für mich hat es etwas Tröstliches, dass es Ismail selbst jetzt gelingt, die Theater in Wien zu füllen. Und zwar mit 800 Freunden. Ich weiß, dass viele von Ihnen Ismail persönlich gekannt haben, ihm verbunden waren. Und so können Sie auch ermessen, dass der 8. April dieses Jahres für uns ein Riesenschock gewesen ist. Noch dazu, wo wir geglaubt haben, er hätte es schon überstanden. Aber dem war leider nicht so. Es gab einen Rückfall und das ging dann alles sehr schnell. Ich finde es sehr schön, dass heute Abend so viele ausgesprochen grandiose Künstler bei uns zu Gast sind. Auch dies zeigt, dass Ismail Spuren hinterlassen hat, nicht nur in der Wiener, sondern auch in der internationalen Tanzszene. Und für mich ist es eine große Ehre, zum Beispiel Germaine Aconi begrüßen zu dürfen, die vor einer Woche mit dem Goldenen Löwen der Biennale in Venedig für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Oder unsere gute Freundin Louis Le Cavalier, die schon von Zeiten von La 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 Human Steps auf dieser Bühne für Furore gesorgt hat und es nach wie vor tut. Und ganz besonders freut es mich, dass wir heute Abend auch Susanne Linke zu Gast haben. Susanne Linke, eine alte Freundin von uns, hat sich angemeldet für dieses Memorial und wir haben uns dann beim Begräbnis von Ismail vor einigen Wochen im Juni in Berlin gesehen und ich war so keck und habe sie gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könnte, nicht nur zu kommen, sondern eventuell auch aufzutreten. Sie hat dann gesagt, war schon einige Jahre jetzt nicht auf der Bühne, ich werde mit dem Training beginnen und dann werden wir schauen, ich rufe dich in einer Woche an, wie es ausschaut. Und nach einer Woche hat sie angerufen und hat gesagt, ich probiere es, ich habe ein sehr kurzes Musikstück, eine Chopin gefunden, der dauert nur 3 Minuten. Und wenn ich nach 2 Minuten dann nicht mehr kann, musst du das Publikum bitten, die Augen zu schließen. Sie hören dann zumindest schöne Musik. Mein besonderer Dank für diesen Abend gilt Michel Laub und Michael Stuhlhofer, die in den vergangenen Monaten sich sehr bemüht haben, das heutige Programm zusammenzustellen und zu schleifen, obwohl ich dann noch auf ein paar kleine Programmänderungen eingehen muss. Und mein Dank gilt auch dem Wiener Volkstheater, Herrn Kai Voges, dem Direktor, der heute Abend auch bei uns ist, und insbesondere dem technischen Team unter Michael Meierhofer, die hier in sehr kurzer Zeit versucht haben, dieses Programm in einen geordneten Ablauf zu bringen. Und wir werden in Kürze sehen, ob uns das auch gelungen ist. Wünsche ich uns jetzt allen schöne Erinnerungen an einen großen Mann. Dankeschön. I'm traveling light because my love's gone. So from now on, I'm traveling light. He said goodbye to my heart away. So from today, I'm traveling light. No one to see, I'm free as a breeze. No one but me and my memories. Some lucky night may come back again.
Lieber Karl Regensburger, lieber Marcel, dear friends of Ismael Ivo. Ich hatte schon als Kind, Ismael, diesen Traum, die Welt zu verändern und als Schwarzer immer die Vorstellung, die Wahrnehmung der Menschen zu verändern. Die Veränderung der Wahrnehmung ist die Grundlage für die Veränderung der Wirklichkeit. As a child already I had that dream of changing the world and being black always the idea to change people's perception. Changing perception is the foundation for changing reality. Dieser Traum von Ismael Ivo ist die zentrale Motivation für den 1955 in einem armen Viertel in Sao Paulo geborenen Performer, Choreografen und Initiator von Festivals und Tanzzentren gewesen, der den eigenen Körper zum Medium seiner Emanzipation aus sozialer und politischer Diskriminierung gemacht hat. Ismael ist immer ein Kämpfer gewesen. Für ihn war Tanz nicht nur eine ästhetische Formensache, sondern das Mittel der Unterdrückung, der Diskriminierung, der Ungerechtigkeit entgegenzuwirken, aber auch die eigene Entwicklung mit allen Konsequenzen ernst zu nehmen. Dabei ging es ihm nicht allein um die Erfahrung von Rassismus ihm gegenüber, sondern immer um eine gesellschaftliche Perspektive. Mit diesem Ansatz hat er unglaublich viel bewegt. Tausende von Menschen motiviert, an sich zu arbeiten, zu tanzen, in Bewegung zu kommen. Seine Botschaft für den Tanz ist eine soziale, eine politische Botschaft. Never give up your dream. Trust the utopian power of the body. Fight for justice and for your own expression. Claim your space. I am always seeking the radical side of art as a way of confirming my presence, my existence. As a black dancer, I associated myself with these radical positions because I was searching for an answer to my questions regarding discrimination. He would say to us this night, you never should give up your dreams. Thank you. Thank you.
quando pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e peça pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, thank you.
Don't come here like a dancer. I come like a priest. Wooden priest. Ich lebe allein in meinem Himmel, in meiner Liebe, in meinem Lied. Schöner gibt's nicht.
Klangforum Wien. Ich bin jetzt nur Pausenfüller. Wir haben hier ein Bühnenbild aufzubauen für die großartige Brianna O'Mara und eine Choreografie von Pina Bausch. Und ich wurde ersucht, vielleicht Ihnen ein bisschen die Zeit zu vertreiben mit Geschichten, die eventuell Ismail Eve und ich erlebt haben könnten. Eine ist ziemlich wahr und die war relativ tragisch. Es war nicht immer so, dass Ismail und ich immer einer Meinung waren. Wir haben ziemlich gekämpft auch, manchmal aber überwogen haben schon die schönen und großen Momente mit ihm. Anfang der 80er Jahre, ungefähr 87, passierte Folgendes. Wir waren gerade in einer intensiven Tourneetätigkeit, die immer so ausgeschaut hat, dass wir 2-3 Tage in einer Stadt gespielt haben. Dann Abbau, die Technik und die Musiker, also 2 Autos sind schon unmittelbar nach der Performance weg. Und der dritte Wagen wurde zumeist entweder von mir gesteuert oder von der André Valentin, die ich auch ganz herzlich hier begrüßen würde, möchte und die die ersten 20 Jahre mit uns intensivst verbracht hat. Und da trug es sich so zu, es war so ein Ritual, dass man nach der letzten Performance immer gut essen gegangen ist und so um Mitternacht 1 ist man losgefahren in die nächste Stadt, um dort wieder am nächsten Tag zu spielen. Und Ismail ist immer auf der Rückbank gelegen und hat versucht, und es ist meistens gelungen, zu schlafen. Daher haben wir uns einen sehr schweren Mercedes gekauft, um damals immerhin 4000 D-Mark. Also das Auto war nicht viel mehr schwer und 1400 Kilo, glaube ich, hat es gehabt. Und fuhren also so von München, beziehungsweise die André von München nach Nürnberg, und es gab einen Reifenplatz, so One Tire Exploded. Was dazu geführt hat, dass sich dieses Auto in Loopings mehrfach von der Autobahn in einen benachbarten Wald gedreht hat. Die André ist mit dem Schrecken davon gekommen, ich glaube das Kleid war zerrissen, großer Schock. Allerdings bei Ismail hinten war das Dach auf der Rückbank und es war ein relativ schwerer Unfall. Er hatte 2 gebrochene Rückenwirbeln, 2 weitere waren gequetscht. Ich bin dann sofort in dieses Spital nach Nürnberg gefahren und habe mit den Ärzten gesprochen. Das waren ziemliche Butcher, also ziemliche Fleischhacker, großartige Ärzte, aber die haben immer versucht, schnell und lebensrettend zu agieren. So auch beim Ismail. Zuerst haben sie gedacht, der ist ein GI, und wie ich ihnen dann erklärt habe, ja, das ist ein Tänzer, sagen sie, ja, sie müssen ihn mit stabilisieren, 3 Tage in etwa, und dann ja, wird man ihn operieren, wahrscheinlich irgendwie mit einer Metallschiene, damit er wieder gehen kann. Ich habe gesagt, das ist vielleicht nicht genug, damit er wieder gehen kann. Sag ich, wer sind Sie eigentlich? Sag ich, Familienmitglied? Sag ich, nein, ich bin sein Manager. Sag ich, ja, Sie sind sein Manager, Sie wollen, dass er tanzt, sind wir froh, wann er gehen kann. Das heißt, schwierige Situation gehabt, haben mich dann mit der Hertha Stracker, die ich auch sehr herzlichst heute Abend begrüßen würde, in Verbindung gesetzt und bin gleich fertig. Ich hoffe, ja, da ist man schon fertig. Und die hat dann über den Ex-Bürgermeister Kratz, Außenamt, Botschaft in Brasilien, dann die Einwilligung der Mutter
eingeholt, dass ich den Ismail adoptieren darf. Also habe ich den Ismail damals adoptiert und bin dann mit diesem Schreiben wieder ins Spital und habe gesagt, nichts wird's mit dem Nagel. Wir sind dann in eine Spezialklinik nach Karlsbad Langensteinbach. Professor Harms sind wir ewig dankbar und wurden dann, glaube ich, in der zweiten Augusthälfte von der, wenn ich mich richtig erinnere, Berchiazzi, die war damals die Managerin von Federico Fellini, nach Rimini eingeladen, wo ein großer Katholikentag stattfand. Es war auch der Papst dort und da hat der Ismail zum ersten Mal, wahrscheinlich ist da deswegen nichts passiert, zum ersten Mal wieder seinen Phönix getanzt und dann ging es wieder dahin, bevor er mich dann im Oktober gebeten hat, ob wir das mit der Adoption jetzt nicht doch auflösen könnten. Habe ich gemacht und so haben wir uns eine Britney Spears-Situation erspart.